Hallo allerseits, ich bin Pion und willkommen zu Part 6 vom Need for Speed Underground Let's Play. Ja, nach einer kleinen Pause geht's hier weiter mit dem Untergrundrennen hier. Inzwischen ist ja auch das erste Video von der Videoreihe von Vettler und mir einmal draußen, das F1 Zeitfahren-Duell. Und, boah, also die. Ich bin echt gerade ein bisschen überwältigt, muss ich gestehen. Nach nicht mal einem Tag hat das Video schon über 100 Aufrufe erreicht. Das ist. Boah, also, ich hätte das echt nicht erwartet, ohne Witz. Also, echt, ja. Danke an alle, die das Video sich angeschaut haben. Das freut mich echt extrem. Ohne Witz. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, zugegeben, bei dem ersten Video, da habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu viel gelabert, ne? Ja, die Aufnahme ist jetzt auch schon circa anderthalb Jahre alt. Ja, Bettler konnte ja leider nicht immer Zeit finden, wegen Studium und so weiter. Deswegen haben sich auch die einzelnen Aufnahmen auch so in die Länge gezogen. Also, falls ihr dann irgendwann bei den Aufnahmen Zeitsprünge sehen werdet, ja, dann wisst ihr warum. Die ganzen Aufnahmen wurden über einen Zeitraum von circa anderthalb Jahren eben gemacht. Ja. Aber ich bin echt gespannt, wie das zweite Video ankommen wird. Da habe ich dann ein bisschen weniger rumgeredet, weil dann ja alles ja erklärt wurde im ersten Video der Reihe. Mal schauen, wie das ankommen wird bei euch dann. Also echt, ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Krass. Echt krass. Echt, danke euch. Ja, das wär mal das da. Wir sind ja hier stehen geblieben bei Drift auf 9, das war das letzte, was wir ja gemacht haben, soweit ich weiß. Und wie man vielleicht auch schon hören kann, ich habe jetzt mal die Musik hier stumm geschalten, weil, ja, im vierten Part gab es einen Copyright-Claim, war nicht so angenehm. Da muss ich das Video nochmal hier neu rendern und eben die Stelle stumm schalten. Ja, ich konnte es gerade noch so eben rechtzeitig rausbringen für diesen einen Tag, aber es war so gesehen unnötiger Stress, ne? Ja. Ich mag es immer, Ja zu sagen, ne? Was ist denn los mit mir? Voll der Ja-Sager. Wie Jim Carrey. Wir sind hier stehen geblieben beim Wolf im Schafspelz. Stimmt, da war ja was. Sei vorsichtig mit diesen unscheinbaren Wagen. Sie sehen zwar wie Serienwagen aus, gehen aber ab wie eine Rakete. Ach, sind das Sleeper hier? Okay. Das wird sehr interesting. Stimmt, das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen. Das Video kommt ja voraussichtlich hier am Montag raus, dem 28.11. Das heißt, ja, in 5 Tagen circa kommt schon Need for Speed Unbound raus, das neue Need for Speed. Das wird interesting. Ich hoffe, bis dahin werde ich einigermaßen hier Underground fertig haben. Ja, das sind echte Sleeper hier. Ja, krass, okay, das ist nice. Ist auch mal was Neues. Die Trophys wurden ja schon mal ja veröffentlicht von dem Game hier. Ich bin jetzt ein kleiner Trophäenjäger, wisst ihr ja. Platins hunten und so. Und ja, mir gefällt es nicht, dass da so ziemlich viele Online-Trophäen sind oder relativ viele. Naja, Criterion tut ja jetzt ja das Spiel ja hauptsächlich entwickeln, so wie ich das gesehen habe. Und wenn es wie bei Most Wanted ist, also dem 2012er Most Wanted, das Reboot, dann dürfte es vielleicht sogar nicht halb so wild sein, I guess. Nicht so wie dieser Unfall hier. Oh Mann. Ja, okay, ist gut, mit Tunia mobil. Oh Mann. Ja. Dann kann man hoffentlich diese Trophies auch in einer privaten Speedlist auch dann hier machen. Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Nicht, dass ich nicht den Skill dazu hätte, die auch dann bei öffentlichen Spiellisten zu machen, aber ja, mir fehlt einfach schlicht und ergreifend die Zeit oder ich möchte halt ungern neben den ganzen Sachen, die ich noch eben machen muss, noch da. Ja, extra Zeit investieren, um die ganzen Sachen hier zu machen. Ja, ich weiß, hört sich nach First World Problems an. Ist es auch. Ja, ich möchte halt ungern Zeit dafür opfern, wenn ich die halt genauso gut hier für YouTube und Co. investieren kann oder halt für Streamen und so weiter, ne? Weil wer weiß hier, wie lange das eben alles dauern kann, wenn ich das jetzt alles ja, über öffentliche Spiellisten machen werde, dann bei Unbound. Ne? Wenn ich Glück habe, könnte das in wenigen Stunden gemacht sein, je nachdem. Aber wenn ich Pech habe, könnte sich das über mehrere Tage hinwegziehen. Hoffen wir mal aufs Erstere. Aber ja, mal schauen. Das meiste wird jetzt dann sowieso ja offscreen gemacht, also außerhalb des Displays. Von dem her. Mein Ziel wäre es auf jeden Fall, wie bei Heat, dass ich auch dann die Platin ja, im Display dann noch zeigen kann oder erspielen kann.
indem ich halt die ganzen Offline-Sachen dann eben außerhalb der Aufnahmen mache, dass man da dann immerhin schon mal abgesichert ist. Ich bin auch allgemein kein Fan von Online-Trophäen, weil, ja, nicht, dass die schwer sind oder so, aber dieses, wie soll ich sagen, der Fakt, dass man die Platin nicht mehr spielen kann, sobald die Server abgeschaltet werden, bin ich kein Fan von. Da müsste es echt eigentlich Offline-Alternativen geben zu den Online-Trophäen oder optional oder diese Trophäen eben optional gemacht werden. Ja, wie DLC-Trophäen es halt sind. Aber ja, das wäre mal das da und ich muss das gleich neu starten, weil ich habe quasi verloren. Na, bin ich wohl so oft in den Verkehr reingerannt, hä? Wir sehen es gleich. Okay, geschafft. Ja, hat jetzt ein paar Versuche mehr benötigt. Aber ja, wie sagt man so schön, Ende gut, alles gut, ne? Oh, Level 2 Felgen. Okay. Alrighty, weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Rundkurs, verdien dir deine Spuren. Ach, das 6-Runden-Rennen. Stimmt, da war ja was. 6 Runden, 3 Gegner, ein Gewinner. Das solltest du sein, wenn du auf Platz 9 aufsteigen möchtest. Ja, das erklärt den Namen. Okay, 6 Runden, also am besten. Okay, gut, relativ am Anfang kann man sich schon Fehler erlauben, aber muss jetzt auch nicht sein, ne? Sollte halt nicht am Ende passieren, weil so ein 6-Runden-Rennen, das dauert ein gutes Stück, ne? Oh, Mist. Ich hatte mich hier destabilisiert. Aber einigermaßen abgefahren, also ja, hätte schlimmer sein können. Ah, Mist. Das war nicht gut. Gut, dass das relativ am Anfang passiert ist, ne? Ah, Mann, oh Mann. Ja, das Nitro sollten wir uns auf jeden Fall aufheben, weil ich denke, am Ende könnte uns das den Hintern retten. Auch wenn es nur eine Trockeneinspritzung ist. Ja, wir glaube ich noch ein bisschen brauchen, bis wir die Nass- und erst recht die Direkteinspritzung kriegen, ne? Riskieren oder vielleicht lieber unten mal probieren. Ja, probieren wir es mal unten. Ja, ist auf jeden Fall konstanter zu machen. Das auf jeden Fall. Ah, perfekt, da haben wir die schon vor uns. Boah, ich dachte schon, ich verliere das Auto wieder, aber zum Glück nicht. Ist ja auch interessant, dass die gar nicht die Abkürzung hier benutzen. Ja gut, besser für uns, ne?
Also natürlich, man macht diesen. Jetzt auf einmal sind die wieder an, oder? Ah ja, die KI ist hier leicht inkonsistent, ne? Macht den Eindruck hier zumindest. Waren wir gerade vorhin noch bei 1-2 Sekunden Rückstand, ist es schon wieder ja, auf das Doppelte ungefähr hier gewachsen. Ich hoffe, am Ende können wir es aber trotzdem noch reißen. Okay, jetzt müssen die es auch. Okay, die Kurve schon mal ein bisschen besser genommen. Das heißt. Damit können wir dann hoffentlich ein bisschen mehr Schwung mitnehmen und den Kollegen vor uns hier überholen. Was ist der vorne? Auch ein Impreza, oder? Ah, Mist, aber jetzt hab ich das nicht gesehen. Ging zu schnell weg. Wenn's. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke. War Vince, gab es nicht auch einen Vince bei Most Wanted? Die Nummer 13 bei der Blacklist? War da nicht was? Ich glaube schon, oder? Der hieß entweder Vince oder Vic. Eins von beiden. Aber ich glaube eher Vince, ne? Daniel Supra, wenn ich mich recht entsinne. Wie der Kollege vor uns. Hey. Okay, letzte Runde. Jetzt müssen wir Gas geben. Ja, das Nitro ist ein bisschen schwach, ne? Ja, ob wir den noch einholen? 3 Sekunden. Mit seiner Celica. Ah, Mist. Halbe Sekunde zu früh eingelenkt. Weit vorne der auch ist, ne? Ich glaube nicht, dass es was wird, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Der geht viel zu sehr ab, ne? Schade. Das wird, glaube ich, nichts, ne? Nope. Okay, wir sehen uns gleich. Okay, geschafft. Oder ich muss mich übrigens auch an der Stelle korrigieren. Nummer 13 von der Blacklist bei Most Wanted ist, ja, Vic und ich Vince. Ja, der Victor. Hatte es wohl falsch im Kopf gehabt, so wie es aussieht, aber ja. Da hätte ich mich auf jeden Fall, ja, an der Stelle korrigiert. Nice, 9. Okay, Drake, für die Damen, Schau dir die Rangliste an. Ich bin nicht grundlos Achter. Todd kann die Finger einfach nicht von den Chicks lassen. Schlag deinen Vorteil daraus und schnapp ihm Platz 9 weg. Ja, wir werden unser Bestes geben. Alrighty. Aus welchem Grund auch immer hat er gerade eben die zweite Spur hier übersprungen. Ist direkt zuerst nicht hier gewechselt, von links aus betrachtet.
Das war weird. Warum ist er nicht dort geblieben? Was soll das? Ja, ob das noch ausreicht? Nope. Ah, geschafft, okay, nice. Ja, es ist auf jeden Fall auch RNG im Spiel, ne? Mit dem Verkehr und so. Aber Hauptsache gewonnen, ne? Hauptsache. Ja, nice. Warte, was? Neunter? Nicht Achter? Jetzt bin ich verwirrt. Da stand doch Achter Platz, vorhin nicht. Oder habe ich mich verlesen? Kann natürlich auch sein. Wir haben es Mitternacht. Was kommt jetzt? Kurt ist nicht nett. Oh, wieder 6 Runden. Mal sehen, du bist langsam. Du hast keinen Stil. Kannst du überhaupt was? Mann, Import Racer sucht noch Wagen für ihr Cover. Wenn du gewinnst, bist du drauf. Alrighty. Ja, Kurt sagt nie was Nettes. Wenn du den Platz 8 wegschnappst, hält er vielleicht mal ganz die Klappe. That's the plan. Oh, die Strecke. Okay. Na, dann schauen wir mal, wie es laufen wird. Die 6 Runden hier. Ja, Start schön und gut, aber wir müssen am Ende auch diese Position halten. Oh ja, Vorsicht. Ist eine relativ kurze Runde mit einer Minute circa. Wenn ich warten müsste, wären wir bei den späteren Rennen, im letzten Drittel oder so, vielleicht dann ja, längere Runden hier dann fahren müssen. Das ist echt ungewöhnlich, dass ich gerade ja, so einen riesen Abstand auf die aufgebaut habe. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht damit gejinxt. Na ja, im fünften Gang hatte gerade nicht genug Leistung, um da richtig wegzuziehen. Ne? Klar, besser als vorhin durch die Upgrades und Co., aber ja, eigentlich nicht so ganz ideal. Ne? Aber gut, bei der kmh-Anzahl. Ich glaube, da würden wir im vierten Gang den Motor leicht beschädigen, ne? Ventilflattern oder ähnliches ist, glaube ich, nicht so super. Ist nicht so angenehm. Zum Glück noch keine ja, Erfahrung damit gemacht. Hoffentlich bleibt es auch dabei. Ja, aber ich kann es mir nur vorstellen, den ganzen Motorblock hier ersetzen zu müssen. Die Zylinder, die Ventile. Da reden wir wahrscheinlich von Reparaturen im vierstelligen Bereich, ne? Und bei Sportwagen oder Supersportwagen erst recht, das sind ja wahrscheinlich locker im fünfstelligen Bereich, ne? Locker. Na wobei, bei Supersportwagen vielleicht sogar sechsstellig. Je nachdem. Wenn es jetzt ein McLaren oder ein Lamborghini oder so ist, ja, was beim V10 zu ersetzen. Vor allem, weil das Ding ja auch so eng verbaut ist, ne?
Da wird ja jeder einzelne Millimeter genutzt, kann man sagen. Ja, ach du Schande. Ich meine, klar, die meisten, die solche Autos besitzen, die können sich das auch ohne Probleme leisten, aber. Aber ich stelle es mir trotzdem nicht angenehm vor. Das sind halt solche Kosten, die jetzt nicht zwingend sein müssen, ne? Wobei natürlich bei Supercars, ich meine, die meisten haben ja Halbautomatik, Schaltrippen. Und die haben ja in der Regel ja meistens eine. Ja, so eine Downshift Protection, ne? Dass man halt nicht aus Versehen in einen niedrigeren Gang schaltet und dann den Motor überdreht. Und dann eben halt diese Probleme verursacht oder diese irreparablen Schäden. Bei unserem Auto, das könnte auf jeden Fall passieren, wenn es jetzt Assetto Corsa oder so wäre. Ah, der Bengel. Das war nicht ideal. Ich bin überhaupt kein Fan von diesem Querverkehr hier. Das merkt man, glaube ich, manchmal an den, ja, an der Miene, die ich da manchmal dabei verziehe, ne? Aber gut, solange es sich im Rahmen hält. Mich überrascht es ja, dass die Grünbahn-KI hier bis jetzt nicht so stark einsetzt, ne? Aber gut, ich will den Mund jetzt nicht zu voll nehmen. Die setzen ja meistens erst dann so richtig ein, wenn die letzte Runde beginnt, ne? Oder im Laufe der letzten Runde. Ja. Schon wieder dieser Querverkehr. Naja, zum Glück gibt es nicht noch einen Kreuzverkehr, weil sonst hätten wir ja wörtlich einen Kreuz- und Querverkehr. Mist. Nicht ideal. Aber gut. Wir müssen nur ungefähr 10 weitere Sekunden überleben, dann haben wir es. Gut, überleben ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, also, ne, wir haben doch einen gewissen Abstand hier halten können zu KI. Vor allem zum dritten und vierten Platz. Ach du Schande, 22 und 35 Sekunden habe ich gesehen. Das ist. Ja, boah, okay. Wie immer, da war der Curled nicht so weit unterwegs, NK-Vinyl? Okay. Oder NK, je nachdem, wie es ausgesprochen wird. Und Import Bracer bringt dich auf die Titelseite. Nice die nice. Und Achtung und Kursmodus. Jawohl. Nice. Für das Erreichen des 8. Platzes in der Rundkursrangliste. Respekt auf dem Cover von Import Racer. Das ist nice. Turbocharged Your Engine. Sehr passend. Unser Pseudo-WRX, nenne ich es einfach mal, hat jetzt ja inzwischen einen Turbo. Na, wobei, ich glaube, von der Leistung her hat er, glaube ich, sogar schon einen, ja, so ein Werks-STI übertroffen, kann das sein? Ich meine, wir haben jetzt ja überall mindestens Level 1-Teile, ne? Ja. Und zwei Unique-Upgrades, die bringen ja auch ein bisschen, ne? Import Tuner Drift Event. Okay. Drift Turnier, das hatten wir auch noch nicht, ne? Style und Tempo, das ist es. Du brauchst mindestens 2 Sterne, um an diesem Drift Event, sponsored by Import Tuner, teilzunehmen. Ja gut, ich meine, wir haben 3. Passt. Ah, okay. Der meint, dass wir das Ding auftunen. Okay. Na gut, dann machen wir mal. Da gibt es dann feine Nockenwelle und Nockenwellenräder, Hochleistungsdrosselklappe, dickere Ansaugstutzen und dickeres Ansaugrohr. Ja, komm, nehmen wir das. Und wenn wir eh schon dabei sind, Profileistung, was gibt's da? Traktionskontrolle und Hochleistungskupplung.
Und ja, für die optimale Leistung brauchen wir eben noch die ganzen anderen Powertrain-Upgrades. Aber machen wir ja gleich. Ja, komm. Und was haben wir hier? Profi-Reifensatz. Toyo? Yokohama? Ja, komm, ich meine, wir haben Toyo als Sponsor quasi. Dann nehmen wir auf jeden Fall Toyo. ECU und Einspritzsystem? Ach gut, das können wir dann nicht machen, ne? Ja, das kommt erst. Okay, ja, die Stats, die können sich auf jeden Fall schon mal hier sehen lassen. Ich glaube, damit haben wir jetzt sogar ein Standard-STI übertroffen, ne? Die europäische Version auf jeden Fall. Die japanische, wahrscheinlich auch, wenn ich raten müsste, ne? Die europäische Version hatte ja 265 PS. Und die japanische hat natürlich ein bisschen mehr. 300 circa. Okay, ja, jetzt können wir es machen. Boah, das wäre auch so ein Traum von mir, mal so ein STI zu besitzen. Da spielt es auch tatsächlich keine Rolle für mich, ob es jetzt das japanische oder ja, europäische Modell ist. Hauptsache STI. Wobei natürlich, ich glaube, der japanische STI hat doch, glaube ich, synchrone hier Fächerkrümmer, ne? Ich glaube nur, das europäische Modell hat asynchrone. Also meine ich zumindest mal gesehen zu haben. Aber ja, dazu kann ich jetzt nicht wirklich was sagen, weil ich habe nie so ein Ding in Person gesehen und ja, ich weiß nicht, ob Videos als verlässliche Quelle hier benutzt werden können, ne? Aber ja, ich meine gelesen zu haben oder gesehen zu haben, dass der japanische ja, die Standard-Fächerkrümmer-Konfiguration hat. Synchron halt. Alle Rohre gleich lang. Dann ging es das halt eben zum europäischen Modell. Wo man ja dann eben dieses Markenzeichen quasi hat von Subaru, dieses tiefe Brummen vom Vierzylindermotor. Oh, ich muss ein bisschen Gas geben, ne? Das war sehr gut. Kolossal. Neunundsechzigtausend, nice. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Oh ja, oh ja. Ich glaube, wir knacken hier locker noch die 100.000, ne? Yep, easy clap. Nice. Oh ja, mit Abstand zerlegt hier. Dann auch zum nächsten Rennen. Ob das wohl auf derselben Strecke hier sich abspielt? Nee, das wäre ja viel zu einfach, ne? Dürfte wahrscheinlich eine andere dann sein. Schauen wir mal. Ja, das sieht ein bisschen anders aus. Ah, das war zu früh angelenkt. Okay, das war gut. Okay, kein schlechter Start bis jetzt. Ah, Mist. Ich habe zu früh gesprochen. Gut. Was ich mir schon sagen, wenn man das hier wirklich
Wenn man hier den Nagel auf den Kopf trifft beim Driften, dann ist das echt hier satisfying, aber sowas von. Man sieht es ja auch, je nachdem welches Auto man fährt. Dementsprechend ist es ja auch dann einfacher. Der MX-5 zum Beispiel, mit dem war es ja relativ easy. Und beim Subaru Impreza hier, da muss man ja mehr oder weniger seine Drift-Moves hier schon mal im Voraus kalkulieren. Weil er sich einfach ja hier mehr zum äußeren Rand hier treiben lässt, ne? Weil es quasi, ja, in Anführungsstrichen mehr untersteuert, wenn es denn macht. Und es hat eine größere Trägheit, sagen wir so. Macht aber auch Sinn. Das Ding ist, glaube ich, um 300 bis 400 Kilo schwerer als der MX-5. Hat ja auch Allrad. Also, ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Auch wenn jetzt Need for Speed Underground wahrscheinlich nicht der beste Vergleich ist, weil es ja ein Arcade-Rennspiel ist, aber ein bisschen Realismus ist in der Hinsicht doch vorhanden, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich glaube, wir haben es ziemlich safe, ne? Wir haben fast das Doppelte von der Konkurrenz hier. Ja, mehr oder weniger. Egal, das reicht locker aus. Um wie viele Punkte? Oh, ja. 40.000 circa. Ein paar zerquetschte fehlen noch dafür, aber das ist echt. Ja, das war wieder eine sehr dominante Vorlage. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Strecke jetzt hier genommen wird. Was komplett Neues oder wo wir bereits gefahren sind. Das sieht irgendwie neu aus, hätte ich jetzt gesagt. Oder? Okay. Ja, das sieht neu aus. Ach du Schande, die haben nicht mal 4000 Punkte und ich habe schon das Zehnfache. Jo. Die Strecke liegt mir, so wie es aussieht. Auf jeden Fall in Relation zur Konkurrenz. Krass. Jo. Schaffen wir es noch vor Ende der zweiten Runde hier, ich würde sagen, 100.000 Punkte zu kriegen. Wir hätten es geschafft, aber ich habe es natürlich in der vorletzten Sektion vergeigt. Naja, es ist immer noch mehr als das Dreifache hier von dem, was die anderen Kollegen hier haben. Also, ich will mich da jetzt nicht allzu sehr beschweren. Sei es drum. Aber jetzt haben wir die 100.000. In der dritten Runde. Also, wenn das so weitergeht, schaffen wir vielleicht sogar noch die 200.000. Wobei natürlich, so wäre vielleicht eher weniger. Oh, das war. Das war nicht ideal. Aber gut, dass hier die Gesamtleistung bewertet wird, ne? Nicht die individuelle. Also was das angeht, wir sind denen meilenweit voraus. Ach du Schande. Na komm, 160.000. Ja, jawoll. Pah. Mit jedem Drift hier wurde ich echt hier immer dominanter und dominanter. Ja, kann sich sehen lassen. Oh, Lightning Vinyls, okay. Und Unique, okay, nice. Aber wir brauchen ja Karosserie, ne, für das Symtunia-Mobil. Oh. Die Teile haben wir jetzt bekommen. Wollen wir die schon die direkt montieren oder erstmal, ja, wie immer hier mit dem Minimum erstmal klarkommen.
Ja, komm, als extra Challenge, nicht nur, dass wir es auf schwer hier spielen. Ja, wir versuchen es wie immer, möglichst sehr das hinauszuzögern mit dem Upgraden hier. Was erwartet uns jetzt bei der Karte? Runden-K.O. NSCD K.O. Alrighty. Die Typen sind verrückt. Sie fordern dich in ihren brandneuen Importwagen zu einem Runden-K.O. heraus. Import. Irgendwas Japanisches kann das sein? Auf jeden Fall asiatisch. Nissan 350Z? Hätte ich jetzt pauschal gesagt. Oder Nissan Skyline GT-R, R34. Na, nee, das wäre ja. Das wäre Overkill, dass wir jetzt schon den hier bekommen könnten. Wobei das aber nicht auszuschließen ist, ne? Nee, Celica und Eclipse sehe ich, okay. Und 240 SX. Oder 200 SX. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es genau war. Ja, wenn ich raten müsste, werden wir einen von diesen drei Schmuckstücken dann bekommen. Oder freischalten eben zum Kauf. Aber sehen wir dann ja gleich, ne? In 3-4 Minuten circa. Oh, da habe ich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Naja, solange er nur hier auf die Skifahrbahn gerät und nicht in seinem Leben, geht es schon. Das war schlecht getimt, ne? Na, not a deal, wie man so schön sagen würde. Aber gut, wir sind ja noch Zweiter. Da ist noch lange nichts verloren. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der jetzt im fünften Gang hier anziehen wird. Ja, doch. Ein bisschen besser auf jeden Fall schon mal, ne? Das gibt's doch nicht. Die haben sich aber auch einen perfekten Ort rausgesucht, ne? Ich frage mich echt, ob der Verkehr hier zufällig programmiert worden ist von Blackbox oder ob die mehr oder weniger geskriptet sind. Weil wenn es das Letztere ist, kann schon ein bisschen assi sein in solchen Momenten. Wie hier zum Beispiel. Ja, das ist nuts. Wie der Zweitplatzierte hier. Na gut, eine halbe Minute haben wir noch circa, um das wieder gut zu machen. Hoffentlich wird das was. Hier ist aber das Verkehrsaufkommen ja richtig krass, ne? Kommt ja einem fast schon wie Berufsverkehr hier vor. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesehen habe, aber ich glaube, der hat ganz zum Schluss hat der Gummiband angezogen, ne? Das Gummiband-Effekt, kann das sein? Der Gummiband-Effekt. Naja, auf jeden Fall, wir sind jetzt gleich wie immer. Boah, dieser Juckert's gerade eben. Doch, Leute, Spiel. Gönn mir doch die paar Sekunden zum Nase kratzen. Oh nö. Nicht ideal, okay. Aber gut. Jetzt zum Glück nicht ziemlich nicht zu weit hier uns davon gerast. Das dürfte dann hoffentlich reichen, um das Ding noch hier zu gewinnen. Hoffentlich. Hey, immer dieser Verkehr, ne? Oh, gut, der hat sich gedreht. Das ist sehr gut. Jetzt bitte, Blackbox, aktiviert bitte nicht den Gummiband-Effekt hier wieder. Boah. Dass das noch gut gegangen ist und die Zeit schon wieder. Ja. Oh Mann. Das Rubberbanding hier. Ich kann es nur immer wieder. Der Bengel? Ich kann es nur immer.
Lass mich doch das ausreden. Lass mich doch ausreden, Mann. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ah, das war unlucky. Richtig unlucky. Wir sehen uns gleich. Ja, krass. Ich bin einfach über den gesprungen. Hier Too Fast, Too Furious Style. Ja, die KI ist auch nicht, bleibt auch nicht verschont von der, von dem Querverkehr hier. Meine Fresse. Okay, das sieht glaube ich schon mal ein bisschen besser aus, ne? Oh ja. Oh, nice, a 360. Jawohl. Okay, mal schauen, was gibt es? Level 2 Seitenschützen, okay. Hm, sonst nichts? Okay. Okay, bevor wir den Part beenden, schauen wir uns noch kurz an, was wir hier am Aussehen machen können. Okay, hier schon mal nix. Gut, wir könnten die Seitenschützen machen. Hm. Das sieht für mich am ehesten nach dem STI aus. Hätte ich jetzt pauschal gesagt, aber hm, mal schauen. Ja, komm, warum nicht? Gut, hier können wir, glaube ich, noch nichts machen, ne? Nope. Okay, ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Part hier an der Stelle hier. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die fertige Version vom Video sein wird, weil ich musste auch während der Aufnahme einmal kurz, ja, weg. Ja, die Aufnahme 1 Stunde 50. Ich denke, das fertige Video wird, ja, nicht mal halb so lange sein, wenn überhaupt. Wahrscheinlich sogar nur ein Drittel oder ein Viertel so lang. Aber das sehe ich da ja dann beim Bearbeiten. Dann seid auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Part, wo wir dann bis wieder ein bisschen rumdriften werden. Ja, für einige dann der Spielverderber sein werden anscheinend. Und danach noch einen Querfeldein-Sprint machen werden in Downtown. Seid auf jeden Fall gespannt darauf. Und wie immer, bis zum nächsten Video. Bis dahin, see you.